Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. So, wir sind hier im Markt. Wir haben diesen Kerl hier getroffen, haben mit ihm gesprochen. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hinterher müssen, hinter ihm. Wir kommen hier auch gar nicht mehr raus. Wir sind hier in so ein verlassenes Haus hier rein. Der wollte hier irgendwas untersuchen, irgendwas mit Daedras. Ja, und kommen jetzt hier einfach nicht mehr raus. Ne? Das ist hier alles abgeschlossen. Wir brauchen hierfür einen Schlüssel. Wir kommen hier nicht mehr raus. So, jetzt müssen wir das Quest hier abschließen, damit wir wahrscheinlich hier wieder rauskommen. So, mal gucken gerade eben. Hier. Durchsuche das verlassene Haus. Tyrannus. Was? Tyrannosaurus Rex oder wie? Nee, Quatsch. Tyrannus, der heißt wirklich Tyrannus. Ein Wächter von Stendar erkundet ein altes, verlassenes Haus in Markarth. Er glaubt, es handelt sich um eine ehemalige Dedra-Tempel. Ah, Dedra-Tempel, okay. Ja, dann folgen wir ihm jetzt hier mal weiter. Versucht, die Tür zu öffnen. Ah ja, die Tür, ja, die Tür. Stendars Gnade! Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Was? Zermalmt ihn. Los, gehen wir. Ach du Kacke. Habe ich das schon so ein Quest angenommen? Kann das sein? Was müssen wir denn jetzt machen? Soll ich den jetzt umbringen? Das Haus des Schreckens. Wir gucken gerade eben auf. Das ist jetzt aber blöd. Ja. Kann ich jetzt ganz schnell in. Nee. 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 Wie soll ich zermalmen, hat er gesagt. Ach Gott. Finde meine, also die Belohnung muss ich finden. Mist, jetzt habe ich den umgebracht. Ja, ich wusste jetzt nicht genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt mich hier richtig entschieden habe. Sorry, Mann. Sorry. Irgendwie tut es mir jetzt leid. So, wir gucken mal, was wir hier finden müssen. Ich muss ja auch wissen, ja, das war bestimmt so ein dädrisches Quest, das wir jetzt versehentlich hier angenommen haben. Deswegen habe ich ja gesagt, ich traue mich jetzt nicht hier nach Marka zu gehen. Ja, weiter, tiefer in die Eingeweide. Was für Eingeweide, du Vogel, ich bin hier in einem Haus. Stimmt der jetzt komplett? Ach Gott, hier geht's weiter, ja. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Was für ein Preis. Haben wir vielleicht schon die richtige Entscheidung getroffen? Rostiger Streitkolben. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Rostiger Streitkolben. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ein Altar, ein Streitkolben. Er ist verrostet, ich sehe nur die Stacheln der Falle. Ich sehe eigentlich alles. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde.
Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Wollt ihr Rache aus Anbuti Boetia nehmen? Ihr wolltet euch nie helfen lassen. Lasst mich gehen. Ich wollte euch nie helfen, lasst mich gehen. Ja, wollt ihr Rache an dieser... Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Okay, was ist das hier für ein verrückter Scheiß? Nee, ich muss jetzt erstmal gucken, was muss ich denn hier? Finde den Priester von Boetia. Dann müssen wir jetzt hier wieder raus. So, die Lydia haben wir. Wo haben wir die eigentlich stehen gelassen, Mensch? Hey, hier. Ja, hier. Habt ihr Lust auf etwas frisches Fleisch? Die Lydia muss doch hier sein. Jemand hat euch eure Süße. Wir sind doch hier rein. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. So, bevor ich hier rein bin, habe ich doch, glaube ich, die Lydia draußen stehen gelassen. Hey, ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Könnt ihr mir nicht einen Met mischen? Lass mich in Ruhe. So, ich guck gerade eben, wo die Lydia jetzt ist. Sind doch diese Ausgrabungen. Ihr solltet den Ork in Festung Unterstein aufsuchen, damit er euch eine neue Rüstung schmiedet. Hey, wo habe ich die stehen gelassen? Nee, ich muss mal gerade eben gucken, habe ich die hier. Nee, wir sind falsch. Hier sind wir gar nicht drin gewesen. Eintritt in die Sidna-Mine nur für Gefangene. Bleib draußen. Ey, wir gehen zurück. So, wie schnell das geht. Dass man sich hier verirrt. Gerade ich bin so toll im Verirren. Was ist das? Nagel? So nennt ihr das also? In der Armee hätten wir es unbrauchbar genannt. Schaut doch, wie brüchig das Metall ist. Es tut mir leid. Ich habe nur... Also die Schmiede wird so heiß und ich dachte... Ihr habt was gedacht? Ihr könntet einen Schritt überspringen? Das Metall nicht vollständig erhitzen? Unbrauchbar. Macht das noch einmal. Braucht ihr eine neue Klinge? Ein Lehrlingsproblem, oder was? Tacitus? Der Junge kommt aus dem Kaiserreich. Ich zeige ihm immer wieder, wie man das Eisen behandelt, aber er kapiert es einfach nicht. In der Armee haben die kaiserlichen Schmiede damals Bücher gelesen, wenn sie etwas nicht reparieren konnten. Weisheit der Alten und so. Wenn ihr ein Buch namens Die letzte Schwertscheide von Akrasch findet, könntet ihr es mir bringen? Tacitus lernt hier ganz gewiss nicht aus der Praxis. Ja, sicher. Wenn ich es finde, dann bringe ich es euch. Was hatten die? Kommt zu mir, wenn ihr etwas Geschmiedetes braucht. Ich
Ich habe hier eine. Warte mal. Schützen oder Schaden austeilen? Hast du irgendwas zu verkaufen? Warte, wir gucken gerade eben, was die hier hat. Vielleicht hat die hier was Schönes für uns. Bögen. Okay, nicht was wir auch schon haben. Aber wir könnten ein bisschen was loswerden. Okay. Dann arbeite ich mal weiter an meinen Waffen. Tu das, ich suche meine Gefährtin Lydia. Hat die jemand gesehen? Also ich bin Kortlak so Weißmähne ein befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Gibt gemeiner, es einen besseren Ort als Sovngarde? Ein gemeiner Gefährte und habe sie irgendwo stehen gelassen und finde sie jetzt nicht mehr. Die Abgeschworenen wurden im Norden gesichtet, in der Nähe von Brukas Sprungschanze. Das gibt's nicht, ich habe die Lydia verloren. Hey, wo war ich denn jetzt da? Warte mal. Wir nehmen das Quest hier mal. Nee. Hier. Wir müssen erstmal dahin zurück, wo. Hier. Ja, und wo ist die Lydia? Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Hey, die Lydia muss doch irgendwo sein. Ach du Schande, habe ich sie die beiden Stellen draußen gelassen, vielleicht? Doch, hier steht sie. Ha! Entschuldige, Lydia, ich weiß. Wir brechen auf. Wie ihr befehlt, Tane. Braucht ihr einen abgerichteten Kampfhund? Der wildeste Gefährte, den ihr für Geld bekommt. Ich brauche keinen Hund. Nee, danke. Okay, wir haben die Lydia wieder. Ich dachte, ich hätte sie da mitgenommen und habe sie dann woanders stehen gelassen. Und zwar irgendwo in Marka drinnen. Aber dem war nicht so. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Nein. Was wollen wir denn jetzt hier machen? So, den Priester finden, oder? Machen wir das jetzt? Nee, wir gucken erstmal, wo wir den finden überhaupt. Ach, wir müssen da raus. Ach du liebe Zeit, ja, okay. In Richtung Südosten reisend gelangt ihr zu einer Orkstellung. Ganz in der Nähe der alten Duschnikorikalkumine. Ja, doch. Wir laufen jetzt dahin. Ich hoffe, wir diesen Priester finden. Hier lang, ne? Ich hoffe es. Die sind hier richtig. Wir werden es gleich rausfinden. So, Lydia, kommst du? Ja. Die bleibt auch überall hängen. Guck dir das mal an, wie die läuft. Läuft ja noch bescheuerter wie ich. So, hier waren wir auch noch nicht so wirklich hier in der Umgebung von Markart. Hier gibt es bestimmt auch einiges noch zu finden. Ach du Schande, Drache wieder mal. Au. Okay, wir halten jetzt hier nicht so viel aus mit unserer Rüstung, verdammt. Haben wir irgendwas gegen Frost? Feuerresistenz. Nee, haben wir nicht. Aber eigentlich sollten wir so ein
wo ist denn jetzt unsere Heilung? Ja, jetzt tut er sich da hinhocken oder wie? Was macht denn der jetzt da, ein Häuschen oder? Oder müssen der jetzt da oben? Aber wir müssen sowieso in die Richtung. Na, der ist schon wieder aufgestanden. Was ist denn der Unterschlag? Oh, da ist noch ein Drache. Verdammt, da ist noch ein Drache gewesen. Ach du liebe Zeit. Mirak. Was tut denn der jetzt da? Ist der hängen geblieben oder was? Von hier gibt es keinen drinnen. Okay. So, ich verstehe jetzt nicht ganz, was hier passiert. Nö. Was ist jetzt mit dem Drache? Und? Gefällt euch das? Was ist denn jetzt? Kommt noch mal runter? Hä? Liebenden Stein entdeckt. Wer unter dem Zeichen der Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Liebenden. Alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichen. Ja, okay. Okay. Ach, guck an. Läuft da dieser. Wer läuft denn da? Da ist doch gerade einer gelaufen. Warum läufst du nicht? Dieses Mal nicht, Drachenblut. Die gehören mir. Verpiss dich. Meine Rückkehr hat einen Schritt näher. Ja, das wird Zeit, dass wir den echt mal weghauen. Was ist denn das auch für ein komischer Drache? Shit, wir sind gleich tot. Oh, nicht doch. Ich bringe euch unter die Erde. Ich kann euch nicht besiegen.
nicht so. Okay, den können wir jetzt aufnehmen. Mal 50-50 geteilt hier. Einmal Mirak und einmal ich. So, wo müssen wir denn jetzt? Sind wir jetzt denn mal da? Mal da? Sind wir denn jetzt mal da? Nö. Wir haben noch ein Stückchen zum Laufen. Jetzt haben wir schon die letzten paar Male fast in jeder Folge hier einen Drachen ja erlegt. Haben wir ewig keinen gehabt und jetzt finden wir fast in jeder Folge hier einen Drachen. So, wo müssen wir? Müssen wir jetzt hier weiter runter? Ich laufe jetzt hier weiter runter, ja. Ach Gott, Lydia, du bist doch hoffentlich jetzt hier irgendwo stecken geblieben. So, was ist hier los? Lydia kommt nicht. Oh, der nervt mich jetzt, der Typ hier. Ja, jetzt kommt sie. Was ist die Tante jetzt? Hey, wo bist du hin? Das Weite suchen hier. Bleib mal hier. So, was laufe ich denn jetzt hier für einen Käsequatsch? Wären wir da schon richtig gewesen? Guck, da geht es so einen Weg. Wo müssen wir denn jetzt? Ach, wir müssen hier rein. Jetzt ein abgeschworenes Lager hier oder was ist das? Hä? Wieso treffe ich den jetzt nicht? Okay.
So, egal, wir müssen sowieso hier rein. So, Miss Lydia, wo sind wir denn jetzt wieder? Ah, da ist sie wieder. So, hier müssen wir so einen Typen finden. Werden wir angegriffen? Wer ist die? Doch. Ja, beeindruckend hier. Guck mal. Die haben sich richtig hier schön gemacht, hier unten. Hier haben die so ein bisschen Licht. Wo denn? Wo sind die? Ach, hier. Schon alles? Gebt einfach auf. Ein Ebenerzdolch, den habe ich. Habe ich denn jemals schon mal gehabt? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Hier wächst ja auch alles hier unten, ne? Bäume. Die haben hier Kartoffeln oder was die angebaut haben. Nicht schlecht. So, begann hier beim Priester. Ihr da, seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Nein, ich bin hier, um euch zu retten. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Boethia hat mich geschickt. Überreden oder spielt das jetzt eine Rolle hier? Goldstücke geben, Molag Bal einschüchtern, schon gut, bleibt ruhig hier. Die dunkle Herrin? Sie hat euch geschickt? Moment. Molag Bals Altar. Natürlich. Ich muss sofort nach Markarth. Macht mich los. Hier, lasst mich diese Fesseln lösen. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Bitte. Ja, was ist denn jetzt? Ich dachte, du hast was zu erledigen. So, die haben wir, glaube ich, nicht alle ausgenommen.
Zwergenbolzen nehmen, Moment. So, war's das jetzt hier schon? Was gibt's denn hier? Ein Heiltrank? Nee. Nee, wir müssen hier wieder raus. Ah, jetzt habe ich hier Quests angefangen. Ja, die ich eigentlich noch nicht wollte. Aber nun gut. Es ist, wie es ist. Und ich glaube, jetzt kommt hier ein Gewitter bei uns. Das hört sich hier eine Scheppert hier gleich. Es scheppert. Sieht ja auch pervers aus hier. Überall irgendwelche Knochen. Aufgespießte Köpfe. Knochen, die rumhängen. Sind richtig krass drauf hier. Abgeschworene. Sie sind auch nicht ohne. Hier hat jeder so seine Eigenarten, die mehr oder weniger pervers sind. Was man eben nicht leugnen kann, anhand der Trophäen, die sie sich da die sie dazu zur Schau stehen. Der eine so, der andere, ja. Tut Werwölfe jagen. Oh, oh. Ja, und hier haben wir auch noch einiges, was wir noch nicht entdeckt haben. Ja, was eigentlich nichts Neues ist. Ich meine, wir waren jetzt in dieser Gegend jetzt... Oh! Ja, fast gar nicht unterwegs. Ein bisschen schon, aber fast gar nicht. So, jetzt, wir sind hier schon eher in der Nähe hier von dieser Höhle. Oder... Ja, hier ist sie. Schwarzfallhöhle. Ja. Aber ich würde sagen, das werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen, weil wir jetzt hier schon wieder zu Ende sind. Also die Folge ist hier zu Ende, ja. Das ist halt so. Das ist halt so. Was wäre eine Aussage, ne? Das ist halt so. Ja, sonst sage ich ja immer das Gleiche. Jetzt wäre mir hier wieder zu lang. Ja, ich möchte nicht, dass die Folgen zu lang werden, weil es dauert halt auch viel länger, bis man die hochlädt. Das ist das Problem. Deswegen so 35 Minuten ist eigentlich optimal. Okay, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.